Guten Morgen, meine Hübschen. Es ist Dienstag, ein Tag vor meinem Geburtstag. Und weil ich ja nicht jünger werde, werde ich mich jetzt gleich ein bisschen jünger machen lassen. Ja, ich bin ja jetzt heute bei der Jessie und ich habe eine super duper Feuchtigkeitsbehandlung bestellt bei ihr. Und ja, freue mich schon sehr, sehr drauf. Sie hat nämlich letztens was auf Insta gepostet gehabt. Ich habe gedacht, oh, das sieht gut aus, das brauche ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich los. Wir haben 20 vor 10. Der Carlo schläft. Dominik, wie gesagt, macht ja dann heute hier Homeoffice. Und ich habe heute Morgen schon um 27 schon das Mittagessen angesetzt. Und zwar gibt es heute Gulasch aus dem Slow Cooker. Ich mache es diesmal nur 6 Stunden. Weil mir aufgefallen ist, wenn ich das alles so 8, 9 oder 10 Stunden habe, ist das so zart und so weich. Da brauchst du gar keine Zähne. Und dementsprechend habe ich gedacht, 6 Stunden reicht auch. Und ich hoffe, dass das Fleisch nicht zu extrem zerfällt. Weil das ist dann fast alles dieses Pulled Pork. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Zupffleisch. Und so extrem zart muss ich das dann auch nicht haben. Deswegen gucken wir mal, wie das wird, wenn ich das nur 6 Stunden drin habe. Und dieser Husten. Meine Fresse, gibt's ja gar nicht. Ja, genau. Ich habe auch schon Geld abgehoben, weil bei Jessie, sie hat kein EC-Kartengerät, das funktioniert nicht. Wegen den Betonmauern, deswegen habe ich schon Geld abgehoben heute Morgen. Und ja, jetzt werde ich da hinfahren und euch mitnehmen. Ich habe nämlich Dreherlaubnis bei der Jessie. Und da habe ich mir gedacht, dann sehen wir mal was anderes. Und dann lernt ihr auch mal Jessie kennen. Und jetzt werden Schuhe angezogen. Und der Quentin, was ist denn los, Quentin? Was ist denn los? Was ist denn los, hm? Der Quentin wird alt. 12 wirst du dieses Jahr. Uiuiuiuiui, im Mai. Ha? Machen wir die leckeren Kundekuchen. Mit schön Leber, Hähnchenleber. Hm? Magst du gerne, ne? Touch, touch, touch. Voll nervig. Mit mir voll auf den Sack gehen, wenn die ganze Zeit einer kommt und so macht, ne? Hm? Okay, Süßer. Mutti muss jetzt los. Mutti muss jetzt los. Uiuiuiui. Dieser Husten. Oh Gott. Diese Salbei-Kirschbonbons vom Aldi kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr lecker und sehr angenehm. Sehr angenehm. Es ist windig draußen. Uiuiui, wie viel Grad haben wir denn? 2 Grad. Hm. Okay. Kann mir mal einer mit der Schaufel ins Überhauen, ey. Mein Gott. Ist nicht normal. Ist alles nicht normal. Bin ich froh, wenn wir im Urlaub sind. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. So, da sind wir. Und jetzt geht's rein. Mein Gott, ist das noch kalt, ey. Morgens gibt's überhaupt nicht, ey. Huiuiui. So. Da sind wir. Hallo, Bruno. Hallo. Ah, da ist sie. Hab gerade noch erzählt, dass sie dich jetzt auch endlich mal kennenlernen. Und dein hübsches Studio. Tada, da werde ich jetzt verwöhnt. Ja. It's getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted. No, you're having a reaction. Tonight we'll lose.
wir sind eine Runde spazieren. Tada! Es ist windig hier in den Feldern. Die Sonne scheint, aber wie ihr hören könnt, ist es ganz schön windig und doch frisch, ne? Wir müssen eine Jacke Mütze anziehen von der Jacke. Die Kapuze auf dem Kopf machen, sonst wird es kalt um die Ohren. Der Carlos, der ist richtig schön dick eingepackt. Der friert mich, der ist immer muckelig warm da drin. Und meine Haut fühlt sich so gut an. Ich zeige euch übrigens mal die Farbe meiner Nägel jetzt. Schön, oder? Urlaubsfarbe. Richtig, richtig schön ist es geworden. Tolle Farbe haben wir uns ausgesucht. Und meine Haut fühlt sich so gut an. Es war so nötig, diese Feuchtigkeitsbehandlung. Sie hat so gemacht. Hat alles weggesaugt, meinte Jessie. Hat mich angefasst, dachte, boah, wann bist du rau? Ja. War auf jeden Fall nötig. Auch eine gute Idee vom Urlaub jetzt, hat sie auch gesagt. Und jetzt fühlt sich meine Haut auf jeden Fall viel, viel besser an. Also es war echt richtig krass, wie trocken die war und wie gespannt die hat. Und es ist immer sehr unangenehm. Ne, Carlos? Ne? Ja. Und dann habe ich auch noch eine hübsche Tüte von der Jessie gekriegt. Für morgen, für meinen Geburtstag. Wäre gar nicht nötig gewesen. Bin ich morgen früh direkt was zum Auspacken. Ja. Freue ich mich drauf. Dominik ist natürlich zum Büro gefahren jetzt und ist arbeiten. Und da der Carlos wach war, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir den und gehe noch spazieren. Heute noch, wenn gar nichts geht, weil er keinen Bock hat. Nutzt mal jetzt die Zeit, ne? Aber ich denke mal, wenn wir zu Hause sind, kann ich ihn wieder hinlegen. Er ist ja wieder müde. Hat wohl nicht so lange geschlafen. Wenn die Mama nicht zu Hause ist, dann pennt er nicht so lange. Wenn ich ihn immer hinlege, pennt er immer stundenlang. Und wenn ich nicht da bin, weiß ich nicht, ob der Papa bei jedem sofort immer aufsteht. Keine Ahnung. Ne? Ja. Kannst gleich noch was essen. Und dann lege ich dich nochmal hin, damit du heute Nachmittag fit bist. Oh, jetzt wird's windig. Das heißt, ihr hört sowieso nichts. Deswegen machen wir jetzt hier eben aus. So, zu Hause angekommen. Oh, voll kalt, ey. Das darf man echt nicht unterschätzen, wie windig das ist. Das war richtig unangenehm. Carlos ist jetzt im Bett, der ist sofort eingeschlafen. Ich wollte euch nochmal meine Fingernägel zeigen, weil ich nicht genau weiß, wie die Aufnahmen gerade draußen waren. Sind die nicht schön? Schöne Farbe. Und meine Haut, oh mein Gott, die fühlt sich so gut an, ja. Ich habe das sieht man auch im Gegensatz zu vorher, wenn man den Vlog von gestern vergleicht, wie grau. So, und man hat so einen gräulichen Schimmer auf dem Gesicht. Und das sieht echt, das ist weg. Und es fühlt sich einfach nur super schön an. Und wie ein Babypopo. Ja, mein letzter Tag als 34-Jährige hat geschlagen. Aber ich stelle mich der Herausforderung auf jeden Fall. Das Essen kocht ja vor sich hin. Das heißt, ich muss jetzt gar kein Essen kochen. Ich habe noch ganz viel Reis von gestern. Heute gibt es dann Gulasch mit lecker Reis. Das wird definitiv sehr gut ankommen. Und ja, ich zeige euch mal eben, falls ihr übrigens auch aus dem Ruhrgebiet kommt und eine sehr gute Kosmetikerin sucht, ich verlinke euch die jetzt hier unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sie hat auch einen Insta-Account. Verlinke ich euch beides unten. Und nein, es ist nicht gesponsert. Ich habe die Behandlung ganz normal bezahlt. Und zeige euch jetzt mal, guck mal hier, das darf ich aber erst morgen aufmachen. Hat sie mir so eine süße Tüte hier gemacht. Guck mal, haha. Da freue ich mich ja schon aufs Älterwerden. Geschenke sind immer so klasse. Ja. Sehr schön. Ich habe mir aber auf jeden Fall was gekauft, weil meine Pflege nämlich alle ist. Hatte ich bei ihr letzte Woche bestellt und hat es mir dann besorgt. Und zwar einmal Hyaluron-Komplexen Serum. Das ist richtig, richtig gut. Von Eckstein. Ich war nie so großer Fan von Eckstein. Ich habe zwar auch die Ausbildung, wie gesagt, mit denen gemacht. Aber dieses Hyaluron-Serum finde ich richtig gut. Hatte sie mir als Pröbchen gegeben. Und einmal die Carotin-Feuchtigkeits-Gute-Laune-Creme habe ich mir bestellt. Diese zwei Sachen, weil bei mir ist oben alles leer. Und das, was ich da habe aus der Drogerie, das hat leider nicht so einen richtigen Rums, den man jetzt bei dem Wetter halt braucht. Und das merke ich. Also ich creme in Creme und da tut sich nichts. Und da hole ich lieber etwas Wertigeres, wo meine Haut auf jeden Fall auch was davon hat. Ja, und nach dem Urlaub werde ich definitiv auch nochmal diese Behandlung machen. Denn die Sonne wird wahrscheinlich auch nochmal ihr Übriges tun. Ich habe zwar schon After Sun Pflege bestellt,
Aftersun-Ampullen von Babo habe ich bestellt. Und Aftersun-Lotion habe ich auch bestellt. Müsste auch kommen. Und für die Bestell, ja. Für die Kinder ganz viele Klamotten. Ich hoffe, dass die heute kommen. Die sollten jetzt eigentlich langsam mal eintrudeln. Denn die Lamia und die Joanna, die passt natürlich überhaupt nicht mehr in die Klamotten von letztes Jahr, beziehungsweise von Oktober. Da die Sachen, die Joanna mit hatte in Ägypten, die waren ja da schon teilweise zu klein. Deswegen habe ich bei H&M, hatten die richtig coole Sachen für 7,99 Euro, 9,99 Euro. So Kleidchen, die man einfach so überwerfen kann, ja. Ein Leggings, ein Strickjäckchen haben die beiden gekriegt. Und für den Carlos, der braucht ja Gott sei Dank nicht so viel. Der gammelt ja nur im Kinderwagen rum. Da habe ich kurz einige Bodies geholt einfach, wenn der einfach nur im Body liegt, da bei 30 Grad im Kinderwagen. Der muss natürlich ja nicht gestylt sein, wie was weiß ich. Aber ich werde ihm noch auf jeden Fall 2, 3 Höschen nähen, so kurze und lange Hosen. Und dann geht's ans Kofferpacken bald. Werde ich auf jeden Fall auch mitfilmen, weil viele nämlich schon danach gefragt hatten, ob ich mal filmen könnte, wenn ich die Sachen packe. Weil bei 5 Personen kommt doch schon einiges zusammen. Und ich werde auf jeden Fall noch eine Liste schreiben. Wir brauchen nämlich natürlich auch noch ein paar Sachen aus der Apotheke. Und wie zum Beispiel so Zäpfchen muss ich mitnehmen. Lamias Allergietropfen muss ich mitnehmen. Und eventuell einmal so Fiebersaft. Und das war's. Mehr nehme ich da nicht mit, weil die haben da auch Apotheken, wo man hingehen kann. Aber halt für den Carlos die Sachen, Nasentropfen, ganz, ganz wichtig, Nasentropfen für den Flug, für alle, für die Kids. Und ja, jetzt werde ich mich hinsetzen, oder beziehungsweise werde ich mir, glaube ich, jetzt erstmal einen Tee machen. Mich dann hinsetzen, weil kochen muss ich ja nicht. Und da war ich ja schon heute früh. Eine Stunde muss es noch. Da passt auch genau mit der Uhrzeit. Wir haben nämlich jetzt 13 Uhr. Und um 2 Uhr kommt Joanna, dann ist das Essen pünktlich auf die Minute fertig. Juhu! I never understood a word they said. Kept running in the woods alone instead. Somewhere, somehow I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay? Stay, 'cause I could really use a friend. Stay. So, lustige Anekdote. Wir waren jetzt gefühlte 300 Stunden im Auto wegen nix und wieder nix. Erstmal einen Kaffee. Oh, erstmal einen Kaffee, ja. Kaffee? Nee, danke schön. Wir wollten eigentlich nach Hamm, das heißt Playmobil-Ausstellung, das heißt wir, Dominik. Und 120 Kilometer waren das. Wir sind 20 Kilometer gefahren. Wusste ich nicht. Hätte ich halt vorher gewusst, weil ich natürlich gar nicht mitgefahren. Aber war ein Stau nach dem anderen. Wir hätten 2,5 Stunden gebraucht. Und deswegen sind wir wieder zurück nach Hause. Haben wir jetzt eine Stunde oder was im Auto verbracht. Auf der Autobahn. Aber die Kinder sind jetzt sowieso alle total müde. Carlos auch. Aber ich bin nicht müde. Du natürlich nicht. Du bist doch nicht müde. So. Dudli dudli du. Kopfhörer für Lamia, für den Flug. Damit sie auch coole Mucke hören kann und so. Und Filmchen gucken kann. Muss mal gucken, wo mein Adapter ist für mein iPhone. Ja, ist hoffentlich gut beschäftigt. Oh, guck mal, da sind sogar Aufkleber drauf. Kann ich die dekorieren? Die auf die Kopfhörer. Cool. Sehe ich gerade, dass Akku schon wieder leer ist. Oh Gott. Wunderbar, dieser Akku, ey. So. Mal gucken, wo meine Tasche ist, dann wechsle ich euch mal eben aus. So, meine Hübschen, ich war jetzt gerade in der Badewanne. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen von der Autofahrt und musste jetzt in die Badewanne. Mache mich jetzt schon mal soweit für den Abend fertig. Mache jetzt hier die Hyaluron. Das Hyaluron-Konzentrat drauf. Oh, tut das gut.
Wunderbar. Boah, das zieht so schnell ein. So unglaublich, wie trocken meine Haut ist. Ey. Wahnsinn. Schnell ist das weg. Das merkt man bei einer Ampulle, dass es schnell, dass es eingezogen ist. Wenn das anfängt so zu pappen, hört ihr das? Dann ist die Ampulle eingezogen. Guck mal, was für eine schöne Farbe. So. Leider ist aber hier, das war zum Beispiel bei mir mit Dr. Belter, war immer ein kleiner Spatel dabei. Ist jetzt hier nicht. Da muss ich das wohl mit dem Finger jetzt eben rausholen. So. Das tut so gut. Oh. Wahnsinn. Gute Entscheidung, die zu kaufen. Bei den Wetterschwankungen auf jeden Fall. Ich hatte vorher diese hier von L'Oreal Antifalten Expert 35 plus Kollagen. Das ist nichts. Das ist nichts, als wenn ich noch mir eincremen würde. Auf jeden Fall sehr schön. Freut mich, dass ich das mitgenommen habe. Und dann wollte ich euch noch mal zeigen, ich habe mir ein Bikini bestellt. Den muss ich jetzt gleich mal anprobieren. Im Urlaub. Bei, was heißt hier? Naked. Genau, Naked. Habe ich mir diesen Bikini hier bestellt. Ich fand die Farbe so schön und passt auch richtig gut zu den Nägeln, ist mir gerade aufgefallen. Ich hoffe, dass er passt. Wenn nicht, muss ich ihn zurückschicken. Dann muss ich morgen in Düsseldorf mal gucken, ob ich da einen geeigneten Bikini finde und nicht wieder in so einem Oma-Badeanzug da rumlaufen muss in Ägypten. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das ist das Oberteil. Voll schön. Schöne Farbe auf jeden Fall. Knallt. Ja, ich werde es jetzt mal anprobieren und euch dann gleich berichten, ob der passt oder nicht. Aber dafür mache ich jetzt die Kamera aus. Ja, passt. Bisschen passt. Oberteil passt. Wunderbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der passt. Erst gedacht, der wäre eventuell zu klein, aber... Okay, natürlich könnte ein bisschen größer sein, das ist nicht so meins. Aber es ist trotzdem ganz hübsch. Ich finde die Farbe so schön. Echt gut. Wenn ich jetzt noch braun werde, sieht das bestimmt ganz gut aus. Ja, passt. Lieb! Was noch? Ich habe Hunger auf Suppe. Ich habe Hunger auf Suppe. Was noch? Süße Lamia. Süße Lamia. Urlaub in Ägypten. Urlaub in Ägypten. Gut. Was noch? Ich liebe mein Zuhause. Ich liebe mein Zuhause. Das reicht. Das ist ja gar kein Platz mehr auf deinem Zettel. Gut, dann reiß ich eben ab. Zeig mal. Lies mal vor. Ich gut, liebe Joanna ganz dolle. Ich liebe Quentin. Ich liebe Quentin. Was noch? Ich mag Fische. Ich mag Füße. Was noch? Sylvanian Families. Sylvanian Families. Und jetzt Osterhasen. Meine Hübschen, ich habe mir gerade einen Ingwer-Tee gemacht mit Honig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so einen leichten Rückfall. Ich liege schon die ganze Zeit hier auf der Couch, war ja in der Badewanne. Wegen meinen Kopfschmerzen, die sind wirklich nicht so richtig weg. Ich habe immer so keine richtigen Kopfschmerzen, sondern so einen komischen Druck. Irgendwie ganz merkwürdige Kopfschmerzen, so unnormale Kopfschmerzen irgendwie. So ein Druck im Kopf irgendwie, ja. Die Kinder sind alle im Bett. Der Dominik, weiß nicht, was der gerade macht, ob der sich wieder ein Brot ohne Wurst macht. Machst du gerade? Ich mache mir ein Brot. Er macht sich ein Brot ohne Wurst. Möchtest du uns noch mehr dazu erzählen? Nimmst du Butter oder Margarine? Margarine. Margarine. Wir haben nämlich keine Butter im Haus. Nee.
Ganz viele haben übrigens gefragt, jetzt im heutigen Vlog, also von gestern, warum Lamia kein Ei darf und keine Milch. Die Lamia ist allergisch. Ach ja, ganz viele neue dann wahrscheinlich wissen das nicht, nur die alten Hasen. Lamia ist allergisch gegen Milch und Ei und Nüsse und Fisch und Hausstaub und. Und dementsprechend darfst du dann kein Ei und auch keine Milch und deswegen durfte sie. Und kein Hausstaub. Und kein Hausstaub, genau. Und deswegen durfte sie auch diese Löffelbiskuit nicht haben. Und da meinte, hat irgendeiner geschrieben, erst sagst du, Lamia darf kein Ei und dann ist ein Brötchen mit Ei. Das Brötchen mit Ei habe ich ja gegessen, ich darf das ja. Die Lamia hat halt einige Allergien, deswegen darfst du halt nicht alles essen, da müssen wir immer aufpassen. Und wir kommen aber damit total gut klar. Das ist jetzt seit 3 Jahren halt so, da haben wir ziemlich früh entdeckt, Gott sei Dank. Und sie kommt damit klar, wir kommen damit klar und die, ja, es ist heutzutage recht einfach so zu leben, wenn man so Einschränkungen hat, finde ich. Ich glaube, früher war das wesentlich schwieriger, aber wenn man weiß, was man kaufen kann und was nicht und man dann halt keine Butter im Haus hat, sondern nur noch Margarine, vegane und so weiter, dann passt das schon. Schmeckt's? Mhm. Mmh. Jetzt musst du noch mal genau erläutern, was du da hast. Mhm. Das sieht aber nach Wurst aus. Ja. Oh! Und was ist das andere da? Ach, ist das diese Zwiebelschmand oder was ist das? Zwiebelquark. Zwiebelquark. Aber ich ziehe das durch bis jetzt. Ja, der Dominik macht das sehr gut. Also der hat sein Fleischessen sehr reduziert, muss ich sagen. Also ich esse ja nicht hätte vegan. Ich nicht gedacht. Ich esse auch nicht vegetarisch, aber ich habe mir selber vorgenommen, weniger Fleisch zu essen. Einfach um, ja. Der Gesundheit zuliebe und B, bin ich der Meinung, dass viel zu viel Fleisch gegessen wird auf der Welt und ja, in Deutschland. Echt. So, Fleischessen gehört für mich dazu, ich würde es nicht ganz einstellen, aber ich finde, es wird viel zu viel gegessen. Ja, und das tut. Und reduziert. Diese Massentierhaltung und so weiter, das muss alles nicht sein. Und da versuche ich mich ein bisschen rauszuhalten jetzt und bin so weit, dass ich zum Frühstück kein Fleisch, gestern habe ich zum Beispiel gar kein Fleisch gegessen. Nee, gestern gar nicht. Und vorgestern auch nicht, habe den ganzen Tag kein Fleisch gegessen. Und heute habe ich zum Mittag, war ein bisschen Fleisch drin, glaube ich, ne? Ja, Gulasch. Gulasch? Ja, aber ich glaube, ich hatte nicht viel Gulasch. Ich hatte mehr Reis drauf. Nicht viel, ja. Ich hatte wenig Fleisch drauf und habe mir jetzt erlaubt, eine Scheibe Leberpastete, die Johanna sich ausgesucht, eigentlich auf mein Brötchen zu legen, ja. Habe ich mir erlaubt. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Ich habe früher eigentlich nur Fleisch gegessen. Ja klar, nur nonstop. Nur. War mal, wenn du mal Käse auf deinem Brot hattest, war schon ja. Beachtlich. Und jetzt? Jetzt macht so. Er gut. Ja. Bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Ja, wir werden jetzt, denke ich mal, The Big Bang Theory gucken. Ich glaube, das sind 2 neue Folgen. Denn ich bin sehr, sehr müde. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, dass ich hoffe nicht, dass ich einen Rückschlag kriege. Immer. Morgen Geburtstag. Wenn Rosi Geburtstag hat. Geburtstag habe ich ja. Immer die Arschkarte. Ist immer irgendwas. Zeit. Entweder hast du was oder andere haben irgendwas. Irgendwas ist immer. Letztes Jahr hatte die Lamia immer in die Kotzerei. Ja? Hat die ganze Nacht doch gekotzt. Ja, an deinem Geburtstag, ja richtig. Ein Jahr später mal gucken. Müsste man eigentlich mal machen. Ja, die ganze Aber Nacht. Aber wenn die gebrochen hat, haben wir nicht geblockt wahrscheinlich. Doch, ich habe ein bisschen geblockt. Die, okay. Die ganze Nacht war ich doch wach. Und tagsüber ging es dann. Ja. Also aber da war die auch nicht gesagt, im Kindergarten. Keine irgendwas Ahnung, auf ist jeden immer. Fall. Also ich gehe mal davon aus, dass morgen. Also wollten wir morgen machen. Na Düsseldorf hier, eigentlich. Na Düsseldorf, ne? Genau. Meine Haare fühlen sich voll komisch an. Mit diesem, ich habe ein anderes Shampoo genommen. Das ist so doch kein Geschenk. Du bist mein Geschenk. Oh, außerdem fahren wir ja in Urlaub. Genau. Genau. Da freue ich mich drauf. Wie lange sind wir denn jetzt morgen zusammen eigentlich? 18 Jahre jetzt? Zusammen? Mhm. 18 Jahre. Nee, 17 Jahre. Ich musste heute Morgen überlegen, ob ich 34 oder 35 Jahre alt werde. 29 plus. Ja, wenn gar nichts geht, 29, genau. 17 Jahre sind wir zusammen. Genau, an meinem Geburtstag sind wir zusammengekommen. 17 Jahre. Offiziell an deinem Geburtstag, ja. 2000, ich liebe dich immer 2001. Noch wie am ersten Tag. Ich liebe dich mehr. Ein bisschen mehr sogar noch als am ersten Tag. Du hast ordentlich Haare gelassen durch mich. Ja, das stimmt. Ja. Der Dominik hatte früher eine Frisur wie Nick Carter. Volles Haar. Ja, als volles ich, als Haar. Ich dich geheiratet habe. War noch am Tag der Hochzeit habe ich die ersten Haare verloren. So sehe ich jetzt aus. Oh mein Gott, ja, okay. Hier hinten war Rosi. Ja, ist gut. Und jetzt. Hier so war das Joana sind die ganzen dann. Kinder. Genau, das sind die Kinder, die hier so wechseln. Die letzten Nerv. Hast du extra weggemacht? Hast also du extra weggemacht, damit man meine Pläte nicht sieht? Ja, hier ist ein Kind, da ist ein Kind. Hier so das größte Loch, das bin ich. Das ist Rosi hier. Ja.
Naja. Gut. Wer braucht schon Haare, wenn er so reich beschenkt worden ist? Hahaha. Okay, Leute, wir hören jetzt hier auf, wir verabschieden uns. Quentin, ich werde jetzt heute den Vlog schneiden, jetzt gleich noch, während die. Auf jeden Fall werde ich schon mal die Daten auf dem Laptop ziehen, damit ich das morgen nicht machen muss, damit ich meinen Geburtstag genießen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet einen kleinen Einblick heute Morgen in die Welt der Kosmetik. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss!